Wollen wir ab hier spezifisch weitermachen? Weil sowohl in Grimbar Toll als auch in Tolvir gibt's Quests. Ich will Grimbar Toll machen, ich finde die toll. Dann machen wir einfach beide mal spezifisch. Der Name schon sagt, Grimbar Toll. Der war fast so gut wie Raustart. Raushard, der Bruder von Reinhard. Ey, Moritz, das Video, das der Henry geschickt hat, ne? Da habe ich mir auch gedacht, so, oh toll, das habe ich letztens auch gemacht, bloß dass ich dabei gestorben bin. Ja, er wollte sich deshalb feiern, dass er nicht dabei gestorben ist. Er ist halt dann auch verreckt, aber halt nicht am Runterfallen, sondern weil er halt in den Gegnern drin stand. Aber bei ihm wird es natürlich wieder ein Play of the Game. Und was war bei mir? Irgend so ein Scheiß, keine Ahnung, irgendwas anderes wurde gelobt. Bestien Ulti! Nee, es war nicht einmal der Bestien Ulti, es war irgendwas, wo bloß. Das war die Pharah, die hat genau einen Kill, die hat die Ulti gezogen, hat die versemmelt und hat dann nicht einmal mit der Ulti einen Kill gemacht, sondern hat jemanden dann so abgeschossen. Und das war das ganze Play of the Game. Dann denke ich mir so, was? Ein Double Kill mit dem Charge ist kein Play of the Game wert. Ich meine, der Double Kill hat uns die Chance gebracht, dass wir den Punkt noch eingenommen haben. Wir haben zwar danach auch versagt, aber daran war ich nicht schuld. Der Supporter war auch dann irgendwie nicht mehr bei mir. Wie machen wir es dann eigentlich in Pandaria? Wollen wir da auch weiter Innis machen oder wollen wir da auch mal ein paar kleine Quests mitmachen? Ich weiß nicht. Weil ab Pandaria wird schon grenzwertig mit nur noch Innis machen. Es geht zwar noch, aber es kommen halt dann immer wieder dieselben. Ja. Weil du hast bis 87 durchgehend Brauerei Sturmbräu und Tempel der Jadeschlange und ja. Von mir aus questen wir halt Jadewald durch oder so. Wenn man Jadewald durchquesten, sind wir 90. Ja, oder zumindest fast. Weil da haben sie, die Quests geben da hinten so viel EP, das kannst du keinem mehr erzählen. Ich meine, in Kata reicht es ja mittlerweile auch, wenn man Vashir komplett durchquestet und man ist Level 85. Also ohne Erbstücke und mit ein bisschen Erholungsbonus habe ich es neulich mal probiert. Ich bin Level 84 und ein halbes Level rausgekommen. Und ich habe nur Vashir gemacht. Nix, keine Innis sonst oder so oder irgendwie was. Ich habe nur in Vashir alle Quests gemacht. Ja, Vashir ist einfach Asi. aber es reicht fast bis Level 85. Jo. Mit Erbstücke reicht's. Da musst du es noch nicht mal ganz machen. Ich mag das Unterwassergedöns nicht, das ist. Hab ich dir schon erzählt, die haben den ersten Boss auf Mythisch down. Ja, das hast du mir schon erzählt. Ach so. Wenn der Dunkelmond-Jahrmarkt mal wieder ist, dann könnte ich mal wieder fast ein Level holen mit dem ganzen Zeug, was ich hier drin habe. Ja, könntest du. Fix wird's bei uns draußen schwarz. Wie ein Neger. Deswegen habe ich keinen Schaden gemacht. Mein Gott, sagt mal jemand, dass ich, nachdem ich gestorben bin, mein Pet wieder opfern muss. Lol, ich bin ja so. Erst macht er keinen Schaden, weil er sein Pet die ganze Zeit vergisst zu rufen, und dann macht er keinen Schaden, weil er es vergisst wieder zu opfern. Was heißt hier keinen Schaden? Hallo, ich bin Zweiter im Gesamtschaden. Also bitte,
Mit 1,5k DPS sogar auch noch Zweiter. Ich habe damit nur aufgegriffen, was du selbst gesagt hast. Ja. Ich hätte zwar noch mehr Schaden damit gemacht, aber siehst du mal, ich bin Hexenmeister, der nicht einmal Pets braucht, weil er so mächtig ist. Nee, Caster sind definitiv nicht meine Klasse. Ja, meine doch auch nicht. Ich spiele auch viel lieber Midis, Tanks und vielleicht mal einen Heiler. Mit Castern habe ich es wirklich nicht. Die einzige Ranged-DD-Klasse, die ich wirklich spielen könnte, wäre wahrscheinlich der Jäger. Aber ja, wer kann Jäger nicht spielen? Ja, ich wollte gerade sagen, wir... Wir hatten solche Spezialisten in der Gilde, so ist es nicht? Es gibt Leute, die können keinen Jäger spielen. Das ist ja, das ist der Typ Klischee-Hunter. Erst einmal, er ist ein Ossi, bestimmt schon über 40 und er versteht halt einfach nichts. Der ist bestimmt mit seinem Hochdeutsch am Ende. Da haben wir mal eine Boss-Erklärung gehabt, da hat er geschimpft, der soll er mal deutlicher sprechen. Und ich dachte, hallo, du bist derjenige, den keiner versteht. Das Gasthaus zum geschlachteten Lamm, ich find's immer wieder geil. Ja, das Hexenmeister-Only-Gasthaus, mehr oder weniger. Ja. Hast du eigentlich schon die ganzen Klassenhallen-Previews gesehen, die WoW letztens auf Facebook immer schön postet? Ja, ich habe mal halt bloß das vom Paladin angeguckt, aber ich finde da immer das Video von Moritz, hilf mir, von wem ist das nochmal? Klassenhallen-Sequel, von Noxium, Noxia, Dingsbummens. Der hat ich da so einen. So ein Kurzvideo gemacht mit so Klassenhallenübersichten, wo dann so lustig halt gemacht ist, so von wegen der Hexmeister, so, ja, ein kaputter Stein irgendwo im wirbelnden Nether. Ja, oder die haben ja diese schönen 3D-Bilder da, wo man so schön rumziehen kann mit der Maus, dass man sich alles anschauen kann. Ja, und bei dem, der hat halt dann immer so Dinge dazu gemacht, zum Beispiel beim Dudu dann so, oh, es ist so toll, wir haben überall Bäume, Büsche, Pflanzen, noch mehr Bäume und einen Pool. Oder dann so die Todesritter so total sarkastisch, oh, it's Acherus, nice Blizzard. Oder dann auch mit den Mönchen und so. Gut, die Schamanen, die haben es natürlich schon ein bisschen blöd drauf, irgendwie, weiß ja nicht. Ja. Schönen Ausblick auf den Mahlstrom haben wir. Ja, da ist dann auch so ein reingeschnittener Frall, der dann im Mahlstrom runterfällt. So ein Orkschammer, der da steht, so, Frall, geh weg von der Kante. Frall, bleib da. Nein, Platz. Und ganz zum Schluss natürlich die Paladine in ihrer Ordenshalle. Springer. Weißt du noch damals, als wir angefangen haben, hätte man gewusst, dass der Timon nicht lang mitmacht, dann hätte er einen Heiler gespielt. Der hat ja, also gut, mittlerweile kann man eigentlich immer sagen, wo Timon mitmacht, da ist der innerhalb von kürzester Zeit raus. Tja, mittlerweile. Das war damals unser erstes gemeinsames Let's Play Together. Da liegt ein Buch. Lest, mein Schüler, und wisset, dass ich Jubeka Schattenbrecher genannt werde.
Ich riskiere es mal und bin mal kurz 2 Minuten AFK. Ja, neben 2 Minuten kommt der Imp, pass auf. Steht nicht mal eine durchschnittliche Wartezeit beim Dungeon Browser da. Damit ich besser fühle, wenn es weniger dauert, wie die Zeit da steht. Bin wieder da. WB. WB. Was? Was ist heute los mit den Heilern? Ich weiß es nicht. Müssen wir die Leute wieder bestechen? Irgendwie habe ich mir jetzt gerade in den Katakomben verlaufen. In die Katakomben vom Gasthaus. Letzter Betrieb. Toll wir. Ey, das ist ziemlich weitläufig da unten. Ja, ich weiß, dass das ziemlich weitläufig ist. Die Katakomben von der Kathedrale von Sturmwind sind auch relativ weitläufig. So, erstmal die Quests hier nehmen. Hat euch gerade jemand angeschrieben oder mich? Mich hat jemand angeschrieben. So, dann da, du darfst übrigens buffen, Chrissy. Ja, ich darf, aber ich muss nicht. Erste Trash kommt bestimmt doof, bevor er da war. So, ich schmeiß mal das Feuer, damit ich auch was da hab. Ist der nicht nur so nervig wie in der HC-Version. Ja. Ah.
Tiamat darf nicht befreit werden! Da machen wir doch gleich mal wieder auf drauf. Doch nicht zu spät! Was haben wir hier? Leder. Okay. Den da hinten nehmen wir auch noch mit, den brauchen wir nämlich für eine Quest. Wollte gerade sagen. So. Lol. Der eine Chaosbot hat mehr Schaden gemacht als alle anderen. So im Verlauf des ganzen Kampfes so. Ja, es ist halt ein Chaosbolt. Taktisch. Perfekt gezogen. Die Wobbling Runs. Die machen auch Asi. Ja, haben es mittlerweile ja sogar auf eine Hearthstone-Karte geschafft. Ich habe nur mit Schattenbrand Schaden gemacht. Also machst du der geht doch. In der NHC-Variante kommt er ja nicht mal. Das ist ja das. Ja, aber der geht ja sowieso. Hm. Ja, aber in NHC kommt er am Ende hier nicht mal im Bosskampf. Da ist das der Kroko noch der Boss. Hallo Bruce. Koko kaputt. Das war ja langweilig. Nur das Gescheit glutet. Ja, man muss ihn trotzdem machen, gehört zu den Hauptzielen hier. Und was meint ihr, Deutschland verliert heute, oder? Um die EM kümmere ich mich nicht wirklich. Du kümmerst dich ja nicht mal um die WM, also. Ja. Weil immer wenn ich das mache, gewinnt Deutschland, also. Gut, irgendwie die EM juckt mir auch nicht so wirklich irgendwie. Es gibt so viele interessante Dinge, aber dazu zählt Fußball irgendwie nicht. Wie ist da hinten eigentlich her? Irgendein Trottel hat Pult. Von wo? Da ist nicht mal eine Mobgruppe in der Nähe. Dafür bräuchten wir jetzt ein Replay. Ich bin gefroggt. Jetzt nicht mehr.
Kamel. Ernsthaft. Wir ziehen aus, um einen Kamel zu schlachten. Ja. Also laut einem unserer Teammates ist es angeblich ein Bug. Meine Fresse! Komm her, kleines Vögelchen. Ja, 4 Schilde hintereinander gerade hinbekommen. Nice. Das nehme ich. Hast du da kein Erbstück? Ich könnte mir eventuell eins herstellen, aber eigentlich habe ich... Damals, als ich diesen Charakter angefangen habe, hatte ich noch keins. Jetzt habe ich eigentlich schon eins, aber ich habe jetzt gar keine Lust, das auszupacken. Südwinde, erhebt euch und so, Dele, wo bleiben die jetzt? Da kennt jemand den Boss nicht. Ja, ja, Kampfrasch, der Trottel. Oh Mann. Der Schami. Nutzt auf Boss in meiner Hand. Ich hab bei dem immer wieder Angst, dass der mich da runterhaut. Das hat er nämlich schon ein paar Mal geschafft. Ja. Mastery Beweglichkeit und was haben wir hier? Meisterschaft. Zaubermacht. Also das eine wäre was für dich. Ja, hab's auch gerade gesehen. Und Quests abgeben nicht vergessen. Ah ja, da war ja was. Mann, ich hab da noch einen Kreuzfahrer-Fallschirm aus Zul'Gurub. Zul'Gurub, jetzt geht's schon los. Mein Gott, Zul'Drak. Okay. Warten wir ganz kurz. Geh mal raus hier. So, eine Runde. Ah ja, eine Runde Grimbatoll noch, dann haben wir's. Ja. Dann sind wir 85. Also ich schaff's auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es bei dir dann auch so weit ist, aber. Also ich bin mit 3% reingekommen und bin mit 48 raus, also das dürfte schon ungefähr hinkommen.